Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Wir werden heute unsere Farm mal weiterbauen und ich glaube, es ist Nacht, ja. Toll. Dann gehen wir erstmal kurz schlafen und danach bauen wir die Dings weiter, die Villager Farm. Vielleicht kommen wir heute schon zum Spawnen von zwei Villagern. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen cheaten und so, aber Digga, ich habe keinen Bock, 5000 Blöcke zu latschen, nur für so einen doofen Villager, der mir auf dem Weg wahrscheinlich eh verrecken wird. Das muss ich nicht haben, Leute. Okay, da hinten ist noch ein Creeper. Denke ich nicht so geil. Du solltest da drin spawnen, Mann. Naja, egal. Wir haben, was müssen wir denn noch machen? Okay, warte, wir machen erstmal. Wir brauchen erstmal wieder Holz. Also, wir haben auch so viel Crap in unserem Inventar. So. Hier drauf kommt dann ein Zaun. Vielleicht sollten wir das auch erstmal zumachen hier. Gut, wir müssen dann sowieso nochmal rein. Ah, ich meine, wir haben hier eine Axt. Das ist ja. Können wir uns den Zutritt leicht verschaffen. So. Genau, hier kommt jetzt dann. Ja, warte, jetzt müssen wir dann kurz gucken. Wir brauchen Erde. Ich weiß gerade nicht. Doch, ich glaube so. Ja, genau. Und zwar werden wir dann immer im Eck hier einen Wassereimer placen. Der spült dann alle Villager hier rein. Also die Baby-Villager natürlich. Und genau. Wieso, dass ich hier vier Felder mache? Ich habe keine Erde mehr lang. Normalerweise würde man das mit vier. Also mit je vier Paaren von Villagern machen. Wir machen das aber nur mit einem, aber bauen das andere trotzdem, damit es vollständig ist. Wow. Hier drauf kommen dann Zäune. Ja. Genau. So, wir haben jetzt hier schon Komposter, die kommen zwar hier, habe ich gemerkt. Ja, wir brauchen irgendwie, warte mal. Das, weil hier kommt Glas, damit die großen Villager nicht runterlaufen können, sondern dass da unten durch wirklich nur die kleinen passen. Genau. Ja, und dann kommt hier so Zaun und genau. Dann kommt. Warte mal. Hier kommt ein Komposter. Dann kommt hier ein Bett. Ne, warte mal. Wir müssen hier wirklich noch mal eine Schicht drauf machen. Zäune sind zu tief. Okay, warte mal. Muss mich gerade konzentrieren. Dann bauen wir die hier dann auch noch mal ein bisschen mehr. Genau, dann eigentlich können wir jetzt hier schon das Bett placen. Das nächste auch schon. Komposter. Ja, wir nehmen jetzt einfach nur solches Slab. Aber eigentlich müsstest du hier kommen. Genau. Hier haben wir eigentlich Birkenzäune. Why? Hier drauf sollte auch noch Zäune kommen. Ich glaube, wir machen nur Birkenzäune, das sieht dann besser aus. Dann holen wir uns erstmal noch mal ein bisschen mehr Holz und Birkenzäune. Ich glaube, das mache ich kurz im Zeitraffer. Bis später.
So Leute, wir holen uns jetzt dann noch kurz ein bisschen Wasser da vorne bei unserem Rohr. Dann werden wir dort kurz eine unendliche Wasserquelle machen, denn dann können wir gleich alle Dings füllen. Wie sagt man? Alle Dings hier, ja. Ich kann kein Deutsch. So, ich zeige euch das hier, alle Ecken, damit die Babys auch nicht einfach irgendwo hinschwimmen können. Das ist, glaube ich, noch relativ wichtig. So. Also nicht, dass die dann hier rauf können und dann raus, das wäre nicht so. So, genau, jetzt hat es nämlich hier auch ein Dings gegeben, ein Problem. Ach toll, das bringt wahrscheinlich gar nichts. Machen hier auch kurz so hin. Und hier auch. Eigentlich. Hallo. Ja, okay. Hat geklappt. Mein Plan ist aufgegangen. Haben wir noch hier? Okay, hier Eichen schon. Ich weiß aber nicht, ob die hier raus können. Das würde halt schöner aussehen, aber safety first. So. Machen hier mal ganz safe, sonst kommen die noch auf dumme Gedanken. So, und eigentlich könnten wir dort jetzt schon Villager spawnen lassen. Oh Mann. Oder? Ja doch, ich glaube schon. Dann machen wir gleich. Du musst jetzt halt eben weg. Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Birkenzäune. Nur ein klitzekleines bisschen mehr. Autsch. Und dann brauchen wir jetzt sowieso noch Pistons und Trap. Also, wie heißen die Falltüren halt? Trapdoors. Nee. Was für Falltüren, Alter, was laber ich, ey? Ich meine natürlich diese, ach komm schon, diese Druckplatten, genau, das meinte ich. Okay, da Zäune und Druckplatten plus Pistons. Da haben wir jetzt natürlich gar nichts mitgenommen. Ich glaube, für die braucht man einfach Eisen und Redstone. Wo ist unser Eisen? Wo ist unser Eisen, hä? Ach, das haben wir runtergenommen, stimmt. Lol. Ja, dann nehmen wir einfach einen neuen Stack. Cobblestone brauchen wir noch. Das muss eigentlich reichen. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das so klappen wird. Ja, ich crafte jetzt erstmal kurz alles, weil warte, erstmal kommt das Eisen in den Ofen. So, jetzt aber wir machen erstmal wieder ein paar Zäune. Erst brauchen wir Holz. Ich um mein Holz. Sticks. So. Okay, jetzt Druckplatten. Da brauchen wir, boah, viel haben wir. Ich glaube wirklich 12, ne? Ich glaube, das passt. Dann machen wir sie kurz rein. Geht das nicht? Egal, eigentlich sieht es nicht so wichtig. Wir können ja währenddessen eigentlich kurz gucken, wie viele Pistons das wir machen müssen. Ich sehe doch gleich wieder Abend. Schon bald. Da müssen wir sowieso, also wir werden die dann erstmal spawnen und da müssen wir sowieso noch Lesepulte machen und einen Schmiedtisch, einen Ofen, Schmelzofen heißt das, glaube ich. Damit wir auch eine haben, der uns Rüstung gibt. Weil der gibt halt meistens dann so Dia-Schuhe und Dia-Hosen. Und ja, manchmal sogar mit einer Verzauberung, das wäre natürlich optimal. Weil dann müssen wir die wieder das nicht mehr machen. Meine upgraden können wir es ja dann immer noch. Okay, jetzt habe ich natürlich keine Hole dabei. Ich brauche keine Karotten. Lol. Ja, aber wir spawnen jetzt hier erstmal zwei Villager. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Scheiße, ich habe keine Ahnung. keine Ahnung. Flat vielleicht? Nee, genau. World Border.
Ja, lol. Da gehe ich kurz in den Game Mode. Und zwar gleich mit euch. Damit ihr seht, oder? Creative. Genau. Damit ihr seht, dass ich auch nichts anderes mache. Wir brauchen einen Villager. Ach, Pick, lol. Mich gerade gefragt, ja, was ist das denn? Okay. Machen wir zwei Dings. Okay. Die Frage ist, wollen wir jetzt einfach für den Flex? Nee, machen wir nicht. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier zwei Farmer. So, dann gehen wir wieder in den Gammel-Mode. Vor allem. Genau. Ah, jetzt haben wir hier nicht gezählt, weil wir brauchen 1, 2, 3, 4. Also auf beiden Feldern. Auf beiden Seiten 4. Das heißt, es gibt ja 8. Das heißt, 8 Pistons. Ja. 8 Pistons brauchen wir. Dann machen wir die am nächsten Tag gleich. Gehen wir noch kurz schlafen und dann können wir noch heute die Pistons und die Druckplatten verbauen. Genau. Erstmal trinke ich noch was. Genau. Perfekt. Dann nehmen wir hier erstmal das Eisen. Das kommt nämlich hier, das da. So. Ja, genau. Doof ist nur, dass wir 8 brauchen. Als ob einer fehlt. Wir haben gar nicht genug Cobblestone gerade hier, warte mal. Alter, es ist so ein Chaos gerade. Wir müssen auch wieder mal ein bisschen das Inventar ein bisschen ausräumen. Wäre wichtig. Zum Beispiel Zäune können wir ja wegmachen. Und Sticks und Fäden. Dann brauchen wir noch ein bisschen Cobblestone, genau. So. Wir brauchen einen Stack mit. Lesepulte. Was brauchen wir dafür? Bücherregale. Da haben wir, glaube ich, keine mehr. Schätze ich mal. Okay, warte mal. So. Überlegen wir gerade, wir könnten das End suchen. Weil dort hat es ja auch immer Bücherregale, dann können wir die holen. Und danach können wir halt uns Lesebolte craften. Plus wir wissen, wo das End ist. Suchen dann auch noch das Endportal. Dann werden wir dort ein Portal bauen für uns Nether. Und werden das dann durchs Nether eine Verbindung bauen, weil das ja viel näher sein wird. Weil wenn man ja im Nether einen Block geht, dann geht man, glaube ich, oh nee, nicht gut. Geht man ja, glaube ich, in der Real, in der, also in der realen Welt hier in Minecraft halt, geht man, glaube 4 Blöcke. Kann es sein? Ich glaube schon. Ach, jetzt habe ich die zu weit vorne gemacht. Allesamt. Weil vorne kommt ja noch das Lesepult hin. Toll, ganz toll gemacht. Okay, wir haben jetzt hier ein kleines Problem dann gleich. Ach mein Gott. was wir dann auch noch machen müssen ist, mal kurz. Ja genau, wegen einem Dirtblock wiederkommen. Warte mal. Wir müssen dann auch noch hier oben so eine Slab machen. Von oben oder von unten, damit die kleinen Babys nicht rauslaufen können. Das wäre nämlich nicht so praktisch. So. Genau, dann brauchen wir das und das. So. Grundsätzlich würde es funktionieren, jetzt müssen wir dann nur noch hier den jeweiligen Verzauberungs- bzw. Schmiedtisch hinbauen. Nicht Verzauberung, sondern. Ach, wie sagt man? Ich kann auch nicht überlegen. Den Miettisch. Wollte ich das sagen? Ah ne, das Lesepult, genau. Genau, genau. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge, suchen wir mal das End. Mit Eisenrüstung, lol. Ja, das wird super. Okay, dann sortieren wir noch kurz das Inventar aus, nehmen noch kurz die Hoe fürs nächste Mal. Und dann, ja, würde ich sagen, sind wir over and out. Ja, für das End müssen wir dann eigentlich nichts wirklich mehr mitnehmen. Wieso ist auf der Haltbarkeit? Ach man. Okay.
Dann sortieren wir noch kurz die Blöcke aus. Was spielt das? Hier kommt jetzt eigentlich der ganze Rest rein. So, das kommt noch hier. Das kommt hier und die Slabs. Die Druckplatten, die kommen hier. Stimmt, warte mal, wir müssen hier fürs End brauchen wir Enderpearls. Leute, wir haben Behutsamkeit, ja, das machen wir zuerst noch auf die Axt, glaube ich. Ja, ist glaube ich am besten. Haben wir hier, als ob wir keinen Amboss haben, Leute. Wir machen noch kurz einen Amboss. Wird ein bisschen länger als sonst, aber egal. Das ist wichtig. Genau, dann machen wir das auf die Axt. Wir müssen aber zuerst noch ein paar Lohn töten, merke ich gerade. Oh, wir können einen Block machen, warte mal. So. Warte mal, jetzt geht das so, ne? Genau, perfekt. Dann kommt der Amboss hier hin. Die Axt plus Behutsamkeit. Gibt eine Behutsamkeit-Axt. Wow. Genau. Ja, passt. Dann kommt das Eisen hier rein. Das behalten wir erstmal noch. Dann würde ich sagen, das war's in dieser Folge Minecraft. Abo und Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, is it what do you see? As you twist the tiles beneath our feet.